Hallihallo, da sind wir wieder. Hallo, es regnet. Endlich, wir haben ja wirklich lange, lange drauf gewartet und wir sind richtig froh drüber, ne? Genau, deswegen sitzen wir heute auch drin. Eigentlich wollten wir ein schönes Thema machen heute, dass wir rausgehen und dass wir die Natur genießen und dass wir... Ja, auf den Farmers Market gehen. Genau. Für euch und einkaufen. Aber dafür ist der Regen auch gut, weil dann wachsen nämlich die Pflanzen und dann... Der Wein wird was, hoffentlich. Wollen wir hoffen. Ja, welchen Farmers Market kennst du denn? Also ich gehe hier in Campbell gerne auf den. Der ist sehr schön groß, sehr bunt. Wann ist der? Der ist am Sonntagmorgen. Sonntagmorgen? Mhm. Und dann kannst du da auch deutsches Brot kaufen, zum Beispiel. Ist das Bakery. Den gibt es bei uns auch. Ich kenne nur den Farmers Market in Sunnyvale. Der ist Samstagmorgens und da gehst du hin und kaufst dann auch deutsches Brot. Und da gibt es auch Musik, oder? Ja, die haben da Live-Musik. Da spielt mindestens ein Straßenmusikant. Und dann gibt es Luftballons für die Kinder, für die Kleinen. Man darf überall kosten, also ganz frische Orangen und Zitronen. Ja, zum Beispiel hier. Das ist eine kalifornische Zitrone. Man glaubt es kaum. Aber die riechen gut. Riecht gut. Die riechen total gut. Also eine Freundin geht nach Mountain View und die geht da... Der ist auch sehr schön, direkt am Bahnhof. Sonntagmorgens Mountain View, samstags Sunnyvale. Oder Campbell. Und wer noch gerne wissen möchte, wo es noch Farmers Market gibt, der geht auf welche Website? cafarmersmarket.com. Ah, ja. Genau. Also, dann viel Spaß dabei beim Shoppen und Kochen. Und nicht vergessen, nächste Woche, Freitag ist Valentinstag. Happy Valentine. Tschüss. Tschüss.